Jo Leute, die neue Power Wrestling Zeitung ist draußen. Die Ausgabe für den nächsten Monat und zwar für Juli. Ich bin wieder mit vertreten, so wie viele andere Kollegen. Chefredakteur von Power Wrestling, Christian Bruns, hat zum Beispiel einige Artikel geschrieben über den WWE-Split zum Beispiel oder Rollins Rückkehr. Goldberg war auch ein Thema bei ihm. Natürlich ist hier auch was für die japanischen Freunde dabei. Best of the Super Juniors im Fokus in dieser Ausgabe in einem Artikel. Der gute Journalistenkollege Stefan Kolb hat eine Analyse zum Wrestling-Business geschrieben. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Und Markus Holzer aus Österreich kommt er hier mit einigen Artikeln auch an den Start für diese Ausgabe von Power Wrestling. Die Cover-Story über die Hintergründe der Attitude Era plus seine Kolumne namens Hot Tag. Mit Markus Holzer, Philipp Siegloch und mir gibt es dann auch noch den Roundtable, also wo man nochmal über sämtliche Themen diskutiert und so weiter, das relativ hinten in der Ausgabe zu finden. Und ich habe natürlich wie auch gesagt, zu guter Letzt einige Artikel verfasst. Zum Beispiel einen über Cody Rhodes, der hat ja WWE verlassen. Seine Karriere habe ich nochmal Revue passieren lassen, da ich wirklich ein Cody Rhodes Fan bin, kann man eigentlich sagen. Und ich habe auch noch einen Kommentar geschrieben und zwar mit dem grandiosen Titel Wrestling Matters. Size brauchen wir nicht, was im Wrestling wirklich zählt, in diesem Kommentar. Die Aussage, das habe ich sehr, sehr provokant geschrieben. Natürlich, es ist auch ein Kommentar. Also ich habe hier einfach mal auf sachliche Formulierungen und so weiter nichts gegeben und einfach meine Meinung geschrieben. Perkicks Perspektive heißt das Ganze. Ja, also falls ihr euch dafür interessiert für diese ganzen Artikel, dann kauft euch gerne. Die Power Wrestling ist natürlich bei sämtlichen Kiosken und so weiter verfügbar. Da müsst ihr einfach mal gucken, wo ihr die erwerben könnt. Könnt ihr natürlich auch im Internet bestellen, falls ihr sie nirgendwo findet. Aber ich denke, vor allem bei Bahnhofshandeln und so weiter könnt ihr die doch auffinden. Von daher das also zur allmonatlichen Power Wrestling. Holt euch die gerne. Ich bin auch wieder mit vertreten, wie gesagt. Schreibt mir, falls ihr die Artikel schon gelesen habt, eure Meinung dazu rein. Ich bin vor allem mal gespannt, was die Leute zu dem Kommentar Wrestling Matters sagen. Da bin ich wirklich mal ja, heiß drauf auf die Kommentare dazu, die Kommentare zum Kommentar. Ich würde sagen, ich beende es an dieser Stelle. Kauft euch die Power Wrestling, falls ihr das wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.